Unreached, yeah. Okay, ich bin draußen. Du bist draußen. Oh Gott, okay. Es ist kalt. Oh fuck. Oh, okay, du bist beim Schachspiel, okay. Du solltest diesen einen Generator da anmachen. Der da irgendwo steht. Ja. Yeah. Warte mal. Hier ist was. Okay, das ist es nicht. Ich brauche irgendwo ein Schachbuch. Okay. Wo sind die Schachbücher? Die Frage ist, was musst du tun? Weil wir müssen das schnell machen, bevor du erfrierst. Okay. Und wenn du erfrierst, dann wärst du irgendwie scheiße, ne? Ich glaube, der Generator ist jetzt an. Okay, hast du ihn auch angekurbelt? Ja. Perfekt. Okay, ich muss erst ein bisschen die Bücher durchforsten, damit ich sehe... Before one starts in the... Okay, ich brauche irgendwo... Wo sind die Schachbücher? Wo sind die Schach... Funktioniert? Ah! Oh Gott, okay. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ich glaub, vielleicht sollte ich mir... Ich sollte mir die Dingsies aufschreiben, dann geht das schneller. Ah, oh, jetzt haben sich alle resettet. Ah, und dann war es falsch. Okay, dann... Okay, ich hol mir mal ein Blatt Papier und ja. Sag ich dir, was du machen musst, weil dann geht's schneller. Kacke, ja, ich hab in meinem Leben, glaube ich, einmal Schach gespielt oder so. Ah, okay, kein Wunder. So, warte, ich hol mir mal... Was ist das für ein Dings? Oh, Globalization, Problems and Benefits. Oh, wieso nicht? Okay, schreib ich's halt da drauf. So, keine Ahnung, hab halt einfach so ein Blatt genommen und ja, hab halt so also ein komisches Ding. Ja. So, okay, dann wollen wir starten, Daniel. Wir sollten jetzt da starten, wo das komische Eisfeld ist, weil da ein Checkpoint war. Oder? Ja. Perfekt. Okay, ich gehe jetzt raus. Ja, kein Problem. Okay. So. Oh nein. Ach, fuck, ich hab die Rolle fallen lassen. I'm sorry, Daniel, ich war eigentlich. Ich muss ja erstmal den Generator. Ja, stimmt. Damit die. Fucking hell, ey. Javlar, helvet. Okay. Ich auf Schwedisch. Okay, ist es diesmal wieder das gleiche? Dann kann ich ja schon mal anfangen. Warte, nein! Ich denke, ich weiß nicht, ob es immer das gleiche ist, deswegen solltest du kurz warten. Bis ich eben diese Scheiße eingesetzt habe. Ich meine, ich kann es ja einmal mal probieren, wenn ich sehe, dass die sich wieder zurückschieben. Ja. Nein! Ich hasse das. Komm schon, was ist denn los? Was ist denn los mit mir? So, nochmal. So. Okay. Was war nochmal als nächstes? Ah, jetzt. So. Okay. Ich drücke. So. Okay, den ersten, den du bewegen musst, ist... Der Bauer. Den habe ich schon. Ja, der Bauer... Warte, der weiße Bauer, also der weiße Bauer. Ja, hab ich schon. Okay, es ist genau das gleiche wahrscheinlich. Den schwarzen, ja, ist es auch. Den schwarzen habe ich auch schon bewegt. Dann König. Dann habe ich den Springer. Springer? Oder ja. Läufer oder was auch immer das ist, habe ich dann bewegt. Diese drei Felder nach rechts da. Ja, okay. Ja. Und ja, da bin ich jetzt. Ah, okay. Gut, warte, dann werde ich nochmal kurz den Film abspielen. So, du bist das in Läufer 3 nach, also 3 diagonale Felder bewegt. Mhm. Okay. Warte, dann. Okay. Dann geht's zum Schwarzen wieder. Mhm. Der Schwarze sagt. Und zwar du sollst Bauern. Den Bauern, also der vorletzte Bauer von rechts, sollst du ein Feld nach vorne bewegen. Ja. Dann gehst du zum weißen König und bewegst den 2 Felder nach diagonal rechts. Ja. Wenn du nicht weißt, was der König ist. Weißt du, was der König ist? Ja. Okay, warte. Dann. Moment, wir haben es gleich. Du musst es nur kurz wieder ansehen, weil ist halt so. Oh, die schwarzen Figuren sind so schwer zu erkennen, ey. Okay. Jetzt gehst du zum Schwarzen. Mhm. Und bewegst den Springer. Also, also, das ist die Figur rechts, also die vorletzte Figur rechts, die hinten ist. Ja, der auf dem Pferd, ja. Ja, und die bewegst du 2 Felder nach vor und 1 nach links. Hä? Achso, okay, ja. 2 Felder okay, vor und 1 nach links.
Hast du? Ja. Okay, dann geht's wieder zum Weißen. Moment, ich hab's gleich. Ja, der Läufer bewegt sich. Ja, der Bauer bewegt sich. Ja, der König bewegt sich. Dann der Springer und jetzt kommt der König. Wahrscheinlich. Ja, der weiße König geht ganz nach vorne und frisst den einen Bauern. Okay. Beziehungsweise er greift den Bauern an und schlägt ihn. Ja, okay. Ja, cool, du hast es geschafft, jetzt ist die Tür offen. Oh, okay. Good job, mate. You did it. Okay. Nochmal ganz nebenbei Schach gelernt. Ich hab übrigens überhaupt nichts aufgeschrieben. Okay. Ja, es nice. Waren ja auch, hat ja auch eigentlich nicht mehr viel gefehlt. Ich hätte es sogar theoretisch gerade eben noch schaffen können, wenn ich nicht den einen Fehler gemacht hätte. Egal. Ja, passt schon. Okay, ich habe ein Buch vor mir. Dort sind verschiedene Symbole drauf. Okay, beschreibe mir die Symbole. Okay, von links nach rechts beschreibe ich dir die Symbole. Oder soll ich sie von rechts nach links? Nee, von links nach rechts. Okay, links ist der Katzenmensch. Ist der Katzenmensch dick oder dünn? Der schmale Katzenmensch. Moment, ich muss mir kurz gucken, wo... Ich muss kurz das Buch finden. Das... Okay. Hat er einen großen Kopf? Ja. Moment, ich muss noch den angucken. Okay, also ist es kein normaler Katzenmensch, sondern hat einen relativ großen Kopf im Vergleich zum Körper. Genau. Sehr schmalen Körper, aber man könnte ihn auch als Blume dann bezeichnen. Könnte ihn auch als Blume bezeichnen. Als Rose? Ja, oder? Ja, okay, als Rose. Okay, das nächste ist so ein kleines Tee mit langem Bein. Nee. Was dann? Das nächste ist so eine Art Hügel, wo obendrauf so ein Kreuz ist, wo aber links eben kein Brett ist. Also quasi nur so ein Stab mit einem Brett nach rechts. So ein Hügel. Und dieser Hügel, der sieht aus wie ein A. Hügel sieht aus wie ein A. Hat der Hügel irgendwie so kleine Knubbelchen unten? Nee, ist einfach nur... Okay, dann muss ich ein anderes Buch finden, was du beschreibst. Okay, was beschreibst du? Oder wahrscheinlich meinen wir genau das gleiche, aber... Katz... Ah! Warte mal, das erste Symbol, ist es nur ein Katzenkopf oder hat er auch einen Körper? Der hat einen Körper. Moment. Das ist weird. Moment. Hab ich irgendein Buch übersehen? Oder beschreibst du mir irgendwas völlig anderes? Ich weiß nicht. Nö, also der Katzenmensch ist ja eigentlich relativ einfach. Den hast du mir auch schon richtig, also... Sie okay, kann man halt auch als Rose deuten und so. Und dünner Katzenmensch mit großem Kopf. Okay. Und das zweite ist halt wirklich wie so eine Art Hügel, wo oben drauf Moment, ein Kreuz Moment, ist. Moment. Ich denke, wir haben den Katzenmensch falsch gedeutet, weil ich habe hier zwei Katzenmenschen und einer hat. Okay, warte mal. Streckt dein Katzenmensch die Arme so in Juhu-Pose aus? Ja. Okay, dann habe ich falsch gemacht. Okay. Okay, und das nächste sieht aus wie ein Penis mit einem Kuchen. Ja, das wollte ich nicht sagen, aber ja. Okay, das nächste ist diese Schlange, die im Jacuzzi war. Ja, genau. Dann kommt und das nächste ist Kronleuchter oder... Ja, dieser Kerzenständer und das nächste ist so ein Alien auf einem kleinen Boot. Ja. Okay, perfekt, dann habe ich das Buch. Okay, jetzt musst du dieses... warte mal, ich probiere das Buch so zu drehen, dass ich es lesen kann. Okay. Jetzt hast du hier dieses komische Feld vor dir, ne? Ja, mit Stacheln an der Seite. Okay, dann lese ich das mal vor. Starting from the far east, also geh nach ganz beim Osten solltest du starten. Upsala. Bist du tot? Nein. So, starting in the far west corner, also links da. Okay, da wo ich jetzt gestartet bin. Ja, genau. Okay, links von dir. Du musst nach Norden drei Felder. Eins, zwei, drei, ja. Warte. Ah. Okay, dann geh nach G2 nach rechts. Eins, zwei, jo. Eins nach unten. Ja.
Dann gehst du bis zur, bis ganz nach rechts, bis du an die Wand stößt. Aha. Und dann gehst du nach Norden. Und dann solltest du das Feld geschafft haben. Ja, ah, okay. Perfekt. Okay. You did it good. So, jetzt ist die Tür hier auch. Ein Kleiderständer. Hier gibt es ganz viel Kleider. Ich geh mal hier durch. Okay, was zur Hölle ist das? Das ist ein Theaterstück. Oh. Ja, oh, jetzt kommt das Theaterstück. Das musst du jetzt für mich vorführen. Aber bevor du das machst, musst du erst lernen, was macht. Das Ding ist halt, das wird... Also, du musst dir jetzt vorstellen, du und ich sind auf der anderen Seite. Also, ich bin auf der anderen Seite der Wand. Okay. Und ich gehe dann mal beim, bei diesem Dings. Wie auch immer. What the fuck? Hast du das gerade gemacht? Ja. Okay. Okay, ich muss nochmal, du musst, mir ein Theaterstück vorspielen, Daniel, übrigens. Ja. Und, das Ding ist, dieses Theaterstück muss, so gespielt werden, wie ich es dir sage. Okay. Und du hast hier so Kurbeln vor dir und jede Kurbel bewegt eben ein, links okay. und rechts von dir hast du ja so komische Türen, wo es reingeht. Ja. Und da hast du diese kleinen Dingsies. Du musst herausfinden, welche Kurbel für was zuständig ist. Ach du Heiliger. Die eine kann ich irgendwie gar nicht bewegen. Okay, also du musst, there once was a castle full with life. Also musst du diese komische Castle bewegen. Kannst du denn sehen? Weil ich kann ja nicht sehen, ich bewege. Ich kann sehen, sofern du was bewegst. Ja, ich bewege gerade okay, was. Okay, du bewegst gerade das Ding raus. Weiter, weiter. Weiter raus damit. Bis es nicht mehr geht. Weiter. Perfekt. Okay, jetzt musst du noch die People. Also das komische Volk. Okay. Das macht nichts. Doch, das macht auch irgendwas. Ja, du schiebst gerade was raus. Nee, das ist der König. Mach den König wieder rein. Okay. Rein mit dem König. Übrigens, wir stehen unter Zeitdruck, weil bei mir eine komische Marionette... Oh, shit. Bei mir ist eine komische Marionette und die kommt immer näher. Okay. Was macht das hier? Umbringen. Das macht die Königin. Mach die Königin wieder rein. Ah. Aber du weißt immerhin, welche jetzt, welche Kuppel was macht. Okay, was ist das? Ja, warte. Das ist der König mit dem Schwert. Mach's nicht. Ah. Wieder rein. Das letzte ist dann das Volk und das Volk muss... Und du musst dich beeilen, weil dieses Marionettending kommt immer näher. Also das ist das Volk? Ja, das ist das Volk. Einfach reinschieben. Bis es nicht mehr geht. Hast du. Und jetzt musst du irgendwas machen. Du musst diesen Hebel betätigen oder so. Warte mal. Wie komme ich denn hier wieder raus? Escape? Mit Escape. Ah, okay. Perfekt. Okay. Hast du gut gemacht. Warte. Okay, das Volk geht rein. Und das Vieh ist immer noch nicht. Was müssen wir tun? Hä? Okay, Daniel, ich denke, das war's mit uns, ne? Ja, ich weiß ja nicht. Ja, rein. Aber ich werde sowieso gleich getötet. Ich denke, ich kann nicht mal mehr zu diesem Ding gehen, um das... Okay, das Vieh ist bei mir, Daniel. Ich bin so gut wie tot. Ich bin tot. Okay, machen wir nochmal. Okay. So. Nochmal. Muss ich wieder hoch? Ich bin wieder hier. Oh, supi. So, okay. Muss jetzt wieder dahin. Ich bin da. Starten wir erneut. Ja. Moment, ich habe das Theater betreten. Lass mal gucken, was macht. Machen die Schalter das gleiche? Ich denke schon. Warte mal. Okay, du machst gerade das Königreich raus. Ja, okay, dann machen die das gleiche. Okay, dann sag an. Okay, Moment. There once was a castle full with life. Also, die Menschen raus. Schloss mit dem Dings. Schloss mit Menschies. Das Schloss ist draußen. Beziehungsweise fast draußen noch einmal. Gut. Und die Leute kommen. Okay. Ja, das Blutlicht musst du nicht anmachen, falls du es angemacht hast. Das war falsch. Du musst noch ein bisschen weiter die Leute reindrehen. Okay, jetzt passt es. Jetzt solltest du es machen. Wieso hast du das Dings rausgedreht? Hä?
Das ist Königreich, einmal rausgedreht. Nochmal rein, einmal. Wir sind doch schon in Szene 2. Nein. Oder? Warte mal. Szene 2. Nein, sind wir nicht. Willst du mich verarschen? Wir sind in Szene 2. Nee, du hast einmal wahrscheinlich den Schalter betätigt, aber es hat nichts gemacht, weil das Volk eben nicht raus war. Jetzt ist richtig. Wie jetzt ist richtig? Jetzt ist richtig, keine Ahnung. Bei mir, oder hat es bei mir gelaggt, kann auch sein. Weiß ich nicht. Egal, wir gehen jetzt zum zweiten Akt. Ja. And there lived the king and his wife. Also, Schloss, ja. König, König und Königin. Okay. Hey, komische Dude. Erstmal das Volk wieder rein. 4, 5, okay. Ist nicht drin. Ist nicht drin. Andere Richtung. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Noch einmal. 6-mal? Okay. Ja, 6-mal. Perfekt. Dann Königin raus. Nee, König war das, glaube ich. Nee, König. Das ist die Königin. Das ist die Königin. Passt schon. Noch einmal. Okay. Noch einmal mit der Königin. Nochmal. Falls es geht. Komisch. Nee, geht nicht. Okay, dann passt es. Und. Oh. Hä? Warum dreht er jetzt den Schalter, wenn ich da. Hä? Alter, was ist das denn? Übrigens, wie sagst du. Das Volk muss nicht, glaube ich. Na, der dreht bei mir irgendwelche Schalter um. What the fuck? Okay, dann wirst du halt sabotiert wahrscheinlich. Wie Keine Ahnung. Sabotiert? Weiß ich nicht, oder du machst es. Jetzt habe ich wieder die Ansicht von gerade eben. Hä? Okay, der König ist draußen. Okay. Perfekt. Ihr macht das Volk wieder rein. Ach nee, stopp, ja. Okay, das Volk geht rein. 5, ja. Okay, und jetzt das Schloss raus. 4, 5. 6. Perfekt, jetzt betätigen Schalter. Perfekt, gut. Okay. All were happy and all was good. Okay, würde ich sagen, Schloss. Hatten wir ja gerade eben. Ja, Schloss, König, Königin und die komische Dingsies. In dem Fall das Volk, genau. Das Volk sieht hübsch aus. Übrigens. Ja, es sind jetzt alle eigentlich draußen, ne? Nee. Die gehen alle wieder rein. Also, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, die Königin ist draußen. 2, 3, 4, 5, 6. Perfekt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfekt. Und jetzt bitte den Schalter. Hübsch gemacht. Okay. Jetzt kommt's wieder. Until the king killed all he could. Okay. Ich würde sagen, alles. Also alles außer den König. Also der normale König raus und König mit dem Schwert, der normale König ist noch hier übrigens. Nee, du machst die Königin rein. Königin. Oh. Einer mit. So, König raus. Jetzt den König mit dem Schwert raus. Und den König mit dem Schwert noch raus. Ja. 4, und dann noch das Blutlicht 5, an, würde ich sagen. 6. Ist er draußen? Ja, er ist draußen und das Blutlicht. Hast du? Ist es jetzt an oder aus? Ich weiß nicht. Okay, es war an. Perfekt. Okay, until the king could all he could. Standing in blood he proudly said. Okay, dann würde ich sagen, der König und das Blutlicht. Ja. Also der normale König. Ist er draußen? Okay. Ja, er ist draußen, jetzt noch das Blutlicht an. Ist das nicht noch an? Mach's mal an. Ich halte es noch unten. Okay, jetzt ist das Blutlicht an, jetzt ist es an. Ja, jetzt ist es aus. Okay. Jetzt ist es an. Okay. Mach. Oh, wir haben es geschafft. Ich wüsste gerne mal, wie das bei dir ausgesehen hat.
Ich habe ja nichts gesehen. Dann müssen wir noch anders rumspielen. Okay, du kannst jetzt diese komische Luke da runter gehen. Okay. Ui. Okay, ich kann ja gar nicht. Oh. Du musst Enter drücken, damit ja, du runter. Ja, ich weiß, ich muss gerade noch den Kreis suchen. Wo ist er denn? Ja, da. Hey. Oh mein Gott. Bist du hässlich. Danke, du siehst genauso aus wie ich. Ja. Bist du so klein oder liegt es an mir? Ich weiß nicht, bei mir bin ich größer. Wahrscheinlich ist das aber die Kameraperspektive, okay. Die ist wahrscheinlich okay. Über unserem Charakter. Das kann gut sein. Okay, also, wir haben hier jetzt Daniel. Nur einer von uns kann raus. Okay. Wer will sich auf den Schalter stellen und wer will durchgehen? Weißt du, Daniel, du hast viel mehr gemacht als ich. Los, geh durch, es ist deine Freiheit. Nein, Daniel! Nein, nein! Okay, geh durch. Tschüss, Daniel, tschüss! Tschüss! Was there another way? Was the sacrifice necessary? Have we been here before? We were here. Haha. Schön, wir haben es geschafft, Anne. So fucking wonderful. So wonderful. Können quitten. Quit. So. Ja. So. Okay. Ich denke dann, vielen Dank fürs Zusehen und so. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Vielleicht spielen wir es irgendwie noch mal was. Keine Ahnung. Vielleicht kann man Kampf machen, wenn du möchtest. Aber es war schön, es hat Spaß gemacht. Kurzes Spiel, ist aber sehr, 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 sehr cool gemacht. Und ja, in VR ist es bestimmt auch nicht schlecht. Ganz bestimmt, ja, das weiß ich. Bis denn. Okay. Tschüss. Inappropriate, just kidding, come and shake that little pussy off.